Jedes sechste Kind in Deutschland ist übergewichtig. Jeder achte Jugendliche raucht. Jeder sechste Jugendliche trinkt regelmäßig Alkohol. In der frühen Kindheit werden die Grundlagen für eine gesunde Lebensweise gelegt. Mein Name ist Dr. Nora Haug, mein Beruf ist Ärztin und Klasse 2000 ist ein Schulprogramm konzipiert für die Grundschule. Es fördert die Gesundheitswahrnehmung, die Körperwahrnehmung der Kinder, die positive Einstellung zur Gesundheit. Es stärkt außerdem die Sozialkompetenzen und dient last but not least auch der Suchtprävention. Regelmäßig zu Schuljahresbeginn kommen wir Gesundheitsförderer in die Schulen und haben dann vorbereitende Gespräche mit den jeweiligen Lehrkräften. Wir besprechen, was zu tun ist und was vorzubereiten ist. Und die Lehrkräfte haben im Anschluss dann die Möglichkeit, die Stunden zu vertiefen und damit eben auch für die Nachhaltigkeit zu sorgen. Die Kinder freuen sich unheimlich auf die Klasse 2000 Stunden. Sie fragen auch, wann solche Stunden stattfinden, denn meistens sind diese Stunden was ganz Besonderes. Die Gesundheitsförderer bringen einen großen Materialkoffer mit und dann wird ein Wunderwerk vollführt und die ganze Klasse wird integriert und es wird viel gemalt, geschnippelt, gebastelt, besprochen und sie wissen sehr gut, was ihnen gut tut und was nicht. Das äußern sie auch im Unterricht. Also sie sagen uns zum Beispiel, ich kann nicht mehr, ich bin jetzt müde, ich brauche jetzt eine Pause. Oder sie sagen, ich muss jetzt unbedingt was trinken, weil ich sonst nicht mehr denken kann, jedenfalls nicht klar. Und das ist gut, dass sie das tun und dass sie sich das auch trauen. Das zeugt davon, dass sie Selbstbewusstsein haben, aber auch, dass sie auf ihre innere Stimme hören und das nach außen tragen. Das wollen wir ja. Mir ist Gesundheit sehr wichtig, weil wenn ich nicht gesund bin, kann ich auch kein Fußball spielen. Gesundheit bedeutet für mich sehr, sehr viel, weil wenn man krank ist, ist das ganze Leben eigentlich nicht mehr so schön. Da muss man um einen gekümmert werden, ist man immer abhängig von den anderen. Deswegen möchte ich sehr gesund sein. Mit ihren Cents ermöglichen sie die Verbreitung von Klasse 2000 in ganz Deutschland. In zusätzlichen 600 Grundschulklassen profitieren 14.000 Kinder nachhaltig. Mit ein paar Cents Gutes tun. Aufrunden, bitte.